Glotzen, Grapschen, Sprüche klopfen, sind Frauen Macho-Opfer? Das ist unser Thema hier bei Login und damit einen herzlichen guten Abend aus Berlin. Über Sexismus im Alltag berichtet. Über Blicke, über Kommentare und über Grapscher. Wir wollen gern wissen, wie ihr dazu steht. Diskutiert mit uns. Geht auf login.zdf.de in unseren Chat oder nutzt bei Twitter das Hashtag ZDFLogin. Alles begann ja vor wenigen Tagen mit einer angeblichen Herrenwitz-Attacke des FDP-Spitzenkandidaten Rainer Brüderle gegen eine junge Journalistin. 90% der Deutschen meinen, dafür solle sich Brüderle entschuldigen. Und viele Männer fragen sich inzwischen insgeheim, wann ist eigentlich die Chauvin-Grenze überschritten? Wird nach Brüderle ein ganz normaler Flirt zum Minenfeld? Eine Bombe ist hochgegangen. Tausende Mini-Horror-Stories, ein Aufschrei im Netz. Grapschen, Glotzen, Sprüche klopfen, Sexismus ist Alltag. Im Politikzirkus, im Berliner Zoo. Überall Problembären. Ich glaube, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Der Auslöser? Ein Herrenwitz und eine Story über fiese Macho-Piraten. Es muss damit anfangen, dass solche Herrenwitze auch bestraft werden von der Gesellschaft. Die große Chauvin-Koalition. Und jetzt wird scharf zurückgeschossen. Ich halte es eigentlich für eine ziemliche Unverschämtheit. Nicht jeder Altherrenwitz ist jetzt für jede Frau ein Riesenproblem. Die Kirche also mal schön im Dorf lassen? Wir fragen, sind Frauen Macho-Opfer? Mein erster Gast bringt Männern bei, wie sie Frauen erobern. Er sagt, eigentlich findet sie es sexy, wenn ihr einer auf den Hintern guckt. Männer sind Augentiere und Frauen wollen klare Ansagen. Hier ist der Männerberater und selbsternannte Verführungsexperte. Herzlich willkommen, Maximilian Pütz. Schön, dass du da bist. Maximilian Pütz, sind die Frauen wirklich Macho-Opfer? Sie sagen nein. Überzeugen Sie die Zuschauerinnen und Zuschauer von ihrer Meinung. Sie haben jetzt schon mal 20 Sekunden. Männer sind ganz oft Opfer weiblicher Hysterie. Der Feminismus hat die Männer psychisch kastriert. Ich arbeite seit 8 Jahren mit Männern. Und das sind die tollsten Männer, sind alles Studenten, liebevolle Männer, die sich nicht trauen, eine Frau anzusprechen, gerade weil ihnen immer wieder gesagt wird, oh, das ist alles sexuelle Belästigung. Und das muss aufhören, das tut den Frauen nicht gut und es tut auch den Männern nicht gut. Sagt Maximilian Pütz heute Abend. Das ist nicht die Applaus. Mein nächster Gast ist eine Frau in einer Männerwelt. Sie arbeitet als Unternehmensberaterin und engagiert sich bei den Piraten. Jetzt ist sie bei Login. Herzlich willkommen, Laura Dornheim. Frau Dornheim, Sie sagen, Sexismus ist Alltag in Deutschland. Wir haben ein Sexismusproblem in Deutschland, sagen Sie unseren Zuschauern jetzt schon mal in 20 Sekunden ganz klar, warum. Und das ist Ihre Kamera. Warum wir dieses Problem haben, kann ich heute nicht lösen. Wir haben ein Problem, aber dieses Problem geht weder um die Frauen noch die Männer. Es geht erst recht nicht um Männer gegen Frauen. Es geht darum, wie können wir in einer Gesellschaft leben, in der alle Menschen mit Respekt behandelt werden. Das ist Ihre Meinung? Und jetzt seid ihr dran. Die Position unserer Gäste auf jeden Fall klar. Jetzt wollen wir natürlich gerne wissen, wo steht ihr? Die Frage unseres heutigen Abends lautet, sind Frauen Macho-Opfer? Und wir würden gerne von euch wissen, sagt ihr im Gegenteil, Männer sind Opfer feministischer Hysterie und stehen damit unter Generalverdacht, so wie Maximilian Pütz das sagt? Oder seid ihr bei Laura Dornheim, die sagt, Entschuldigung, Frauen wollen gar keine Opfer sein, sondern einfach nur wie Menschen behandelt werden. So, wie macht ihr das? Ihr klickt auf login.zdf.de und scrollt hier so ein kleines bisschen runter. Da findet ihr unsere Abstimmung. Ihr habt jetzt eine knappe Stunde Zeit, euch eine Meinung zu bilden, wer euch hier heute Abend am meisten überzeugt. Und am Ende der Sendung schauen wir dann, na, wer euch am meisten überzeugt hat. Und ihr habt schon in den vergangenen Tagen auf unseren Social-Media-Plattformen ein bisschen diskutiert. Hier mal ein kleiner Ausschnitt. Maria sagt, bei der Diskussion, die wir hier gerade führen, kann eher der Eindruck entstehen, dass man verzweifelt versucht, Frauen, die es wagen, von ihren Erfahrungen zu berichten, in die Täterrolle zu drängen. Ganz andere Meinung kommt hier von Graphic Art, der sagt, Frauen sind nur Opfer, wenn sie nicht den Mut haben, aufzustehen, dem Kerl links und rechts eine zu pfeffern, dem Chef der Polizei etc. zu sagen.
gebe ich direkt an Sie weiter. Frau Dornheim, machen Frauen sich selbst zu Opfern? Definitiv nicht. Kein Mensch will gerne Opfer sein. Und diese Antwort, ich muss meinem Chef einfach eine pfeffern, ist eine super Idee, dann habe ich nämlich morgen keinen Job mehr. Also so einfach ist es leider nicht. Herr Pütz, sind Frauen wirklich Opfer oder können sie sich einfach nicht wehren? Ja, also natürlich sind Frauen auch Opfer. Und natürlich habe ich auch was gegen Sexismus. Nur was mich nervt, ist, dass diese ganze Debatte an einem Geschlecht festgesetzt wird. Es gibt männliche Opfer und es gibt weibliche Opfer. Aber wir reden in Deutschland immer nur von Frauen als Opfern und Männern als Täter. Und das geht mir sehr tierisch gegen den Strich. Und auch den Männern. Sie müssen uns eins mal erklären. Sie sind sogenannter professioneller Pick-up-Artist. Damit ist vielleicht nicht jeder betraut. Sie erklären Männern, wie man Frauen rumkriegt. Wozu muss man sowas erklären? Ja, das ist ja genau das Problem, was ich gerade gesagt habe. Der Feminismus hat die Männer zu kleinen Wuffis gemacht. Frauen wollen aber leider keine kleinen Wuffis. Und Frauen sind leider auch nicht in der Lage, da emanzipatorisch durchzugreifen und zu sagen, okay, jetzt ist es mal an mir, einen Mann anzusprechen. Also so kommt der Mann, wächst auf und denkt, wenn eine Frau an mir Interesse hat, dann zeigt sie mir das. Dann geht sie also auf mich zu, spricht mich an, lädt mich ein. Aber nein, auch da sagen 90% aller Frauen, ich finde, der Mann muss den ersten Schritt machen. Nur welchen Schritt? Woher soll der Mann das wissen? Also dann nochmal, Sie müssen mir das für Langsame wie mich nochmal sagen. Also Sie bringen Männern bei, wie sie an Frauen herantreten können. Und da gibt es so Techniken und die bringen Sie den Männern dann bei. Ja, also Techniken, ich würde sagen, einfach sind soziale Fähigkeiten, soziale Kompetenz. Es hängt ja damit an, dass die meisten deutschen Männer eine tierische Angst haben, eine fremde Frau anzusprechen. Das sind gerade eben nicht die Prolls, wahrscheinlich auf dem dieser Sexismus-Vorwurf auch ruht und auch vielleicht berechtigt ist. Genau, es sind immer nur die anderen und auch die Deutschen erst recht nicht. Ey, sorry, jetzt Rassismus auch Lass dich mal ausreden. Ich sage, das sind nicht die Prolls, die dieses Problem haben, sondern es sind die liebevollen, intelligenten Männer, die dieses Problem haben. Und die sind verunsichert und die coache ich. Die kommen zu mir und denen sage ich, okay, du darfst auf eine Frau zugehen, auch wenn sie einkaufen ist gerade oder in der Disco. Machen Sie damit Frauen nicht zu Objekten letztendentlich? Ja, diese Objektdebatte ist wieder so einseitig. Ne? Männer sind auch Objekte von Frauen. Wenn sie mal auf ein Robbie Williams-Konzert gehen, dann können sie mal... Finden Sie die Debatte einseitig? Ich möchte gerade in die Tischkante beißen. Also, weil es geht los mit, Männer sind auch mal Opfer und dann geht es aber los, Männer sind so, Frauen sind so. Da geht es doch schon los und irgendwie... Also ich habe gerade das Gefühl, Sie verniedlichen das alles ganz arg. Weil wenn ich mir angucke, diese ganzen lustigen Pick-up-Ratgeber, dann geht es genau darum, in welche Kategorie stufe ich eine Frau, welche NLP-Psychotricks muss ich machen, um die zu manipulieren und um sie ins Bett zu kriegen. Mhm. Also Sie vertreten auch gleichzeitig die Meinung der NPD. Politik ist ein Überbegriff, so wie Pick-up ein Überbegriff ist, in dem es viele Einzelformen sagt. Was Sie gerade tun, ist zu sagen, ja, er macht ja auch Politik, deswegen muss er ja auch in einer anderen Partei sein. Es gibt solche Ratgeber, das stimmt. Aber das ist nicht mein Coaching. Genau, und Sie wurden gerade gefragt, was Pick-up ist, und Sie sagen, es geht nur darum, dass Männer auch mal Frauen ansprechen können. Es geht natürlich nicht nur darum, dass es jeder Mann hat unterschiedliche Motive. Ist das das Prinzip Macho, was Sie so nervt in der Debatte? Was das hier gerade ist, weiß ich noch nicht so genau. Es nervt mich, ja. aber... Ja, es nervt mich, wenn Männer in ein Stereotyp und Frauen in ein anderes gepackt werden. Weil wir sollten uns freuen, dass wir nicht mehr in einer Gesellschaft leben, in der Männer immer das Alpha-Tier spielen müssen. Und ich würde mich freuen, wenn es dafür mehr Coachings gäbe, anstatt Coachings zu geben, wie verhalten wir uns wieder wie 1950. Oder noch früher. Es gibt Menschen, die ihm total beispringen gerade. Und hier Kai zum Beispiel hat auf unserer Facebook-Seite geschrieben, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man als Mann unter anderen Männern ganz schnell in der Weichei- oder Schwulenecke landet, wenn man sich dieser Gruppendynamik Mensch hat die einen geilen Hintern entzieht. Ist das so? Ist man nur als wirkliches Schwein ein richtiger Mann? Nein, absolut nicht. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, um die Realität zu begreifen. Und die Realität ist heute, wenn du als Mann nicht aktiv wirst, hast du keinen Erfolg bei Frauen. Und das tut mir leid, das ist vielleicht ein Idealbild von einer Welt, die irgendwann 2080 entsteht. Aber heutzutage ist es so, dass nur die aktiven Männer Erfolg haben und auch die Männer, die etwas riskieren. Dann frage ich mich irgendwie, wie meine ganzen bisherigen Männergeschichten zustande gekommen sind. Die haben Sie angesprochen. Auch? Wirklich? Herr Pütz, wieso fühlen Sie sich eigentlich? Das ist eine Ausnahme. Sie sind eine große Ausnahme. Mag ja sein. Es gibt solche Frauen. Wieso fühlen sich so viele Männer von Frauen unverstanden und... Und schlecht behandelt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, das Männerbild in unserer Gesellschaft ist ja erstmal ein schlechtes.
Mann steht unter Generalverdacht, Sie das auch so? Für ist das Kriege, so? Für alle Schlechte dieser Welt verantwortlich zu sein. Und wenn Frauen an der Macht wären, dann wäre hier alles rosa Blumenland und wir würden alle tanzen und uns lieben. Das, so ist es aber haben, leider. Haben Männer ein schlechtes Frauenbild hier im Land? Also die Männer, die ich kenne, haben weder per se ein schlechtes Frauenbild, noch die Frauen, die ich kenne, haben per se ein schlechtes Männerbild. Es gibt tolle Menschen und es gibt weniger tolle Menschen und die sind manchmal männlich und manchmal weiblich und das aber fällt Ihnen das nicht auf, dass man über nichts so schlecht reden kann wie über Männer in der Gesellschaft? Es gibt Bücher, da gehen Sie in den Buchladen, Männer sind Scheißkerle, Sternzeichen Scheißkerl, Mann das überflüssige Geschlecht. Feministinnen sind Feminazis. Sowas gibt es auch, aber sicherlich nicht so viel und in der Buchform. Sonja, wie äußert sich... Total unterschiedlich. Was wir gerade sehen ist, lassen Sie uns mal zurückkommen zu der Debatte, wer ist eigentlich Opfer? Wer ist mehr Opfer, Mann oder Frau? JJ sagt zum Beispiel, für mich ist Brüderlin Opfer. Da wird er, nachdem er getrunken hat, angeschickert, ist einfach so an einer Hotelbar angesprochen. Sind Männer Opfer in solchen Situationen? Wie schätzen Sie das ein? Nee, wir wissen ja auch, dass Männer ganz oft natürlich Vorwürfe haben können von so einer... gefakten Unterstellung. Und wir wissen auch in diesem Fall, und das ist ja das Absurde nicht, ob überhaupt was passiert ist, ob das so war. Herrn Brüderle haben wir dazu nicht gehört. Aber trotzdem diskutiert das ganze Land darüber. Ja, komisch, Herr Brüderle will nichts dazu sagen. Er hätte, glaube ich, oft genug mittlerweile die Möglichkeit gehabt. Und Laura Himmelreich hat bestimmt ganz großen Spaß darin, dass jetzt die ganze Welt über sie redet und sie irgendwie in ihrer Karriere wahrscheinlich nie wieder mit einem Politiker irgendwie so frei reden kann wie davor. Das unabhängig, macht sie bestimmt ganz aus das, Hobby. Also das unabhängig, wie es nun war, wir haben die Situation, da sitzt ein älterer Mann an einer Bar und sagt dürrende Sätze zu einer jungen Frau. 90% der Bürger in Deutschland sagen, dafür muss sich der alte Mann in diesem Fall entschuldigen. Sehen Sie das auch so? Nein, absolut nicht. Muss er sich entschuldigen? Ja. Also, weil wenn ich sie irgendwie saublöde anmache und mir später, selbst wenn es mir nicht klar wird, wenn irgendwie das ganze Land der Meinung ist, sorry, das war scheiße, dann sollte ich irgendwie die menschliche Größe haben, hinzugehen und sagen, da habe ich mich wohl falsch verhalten, ja. Tut mir leid und ich versuche, was zu lernen. Und wo ist da die Grenze? Wo ist die Grenze? Ist sie nicht individuell von Frau zu Frau verschieden? Nein. Die eine Frau hätte vielleicht darauf reagiert und hätte gesagt, oh, danke für das Kompliment. Die andere fühlt sich angegriffen. Woher soll der Mann das wissen? Weil Laura Himmelreich ganz klar in diesem, also so wie sie es zumindest geschildert hat, gesagt hat, nein, sie findet das nicht cool. Und ganz ehrlich, ich traue sogar Ihnen die Empathie und die Fähigkeit zu, einzuschätzen, wann ich einen Kommentar cool finde und wann nicht. Und es gibt ganz klare Grenzen. Es gibt die erste Männer sind Grenze keine Telepathen. Genau diese Frage, wann ist eigentlich... Telepathie und Empathie sind zwei ganz große Paschen. Und wo genau die Grenze ist, konnte man ja in den vergangenen Tagen ganz gut bei Twitter nachlesen. Da wurden ja ganz viele, was viele als Einzelfälle bezeichnet haben, geschildert. Wir können uns mal ein paar Beispiele angucken, damit man eben einen Einblick bekommt, wie viel Einzelfall das wirklich ist. Unter dem Hashtag Aufschrei war zum Beispiel das hier zu lesen. Als bei einer Firmenfeier die Kollegin vom betrunkenen Chef angemacht wurde und das alle lustig fanden, nur sie nicht. Da wusste der Mann bestimmt nicht, wo die Grenze war. Nächstes Beispiel. Der Fahrlehrer, der nach Rücksprache mit dem Prüfer meiner Freundin anbot, die Fahrprüfung zu wiederholen, wenn sie nett zu ihm sei. Nächstes Beispiel. Konferenzteilnehmer, die auf die Twitter-Wall schrieben, endlich säße mal was fürs Auge auf dem Podium. Oder ein Beispiel, was weiter zurück. Der Lehrer, der andauernd mitten im Unterricht meine Haare und Augen lobte und mir vielsagende Blicke zuwarf. Das ist das, was die Frauen in den vergangenen Tagen geschildert haben. Und das waren nur einige Geschichten von ganz, ganz vielen, die unter diesem Hashtag Aufschrei ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben. Und diejenigen, die all diese Geschichten unter diesem Hashtag Aufschrei organisiert hat, ist heute Abend bei uns. Herzlich willkommen, Anne Wieczorek. Wir haben so ein paar Situationen gerade gehört. Haben Sie auch solche Situationen erlebt? Selbstverständlich. Also ich habe ja auch selbst angefangen, unter dem Hashtag zu twittern. Was haben Sie erlebt? Ja, das waren dann so die Kommilitonen, die zudringlich geworden sind in der Uni zum Beispiel und einfach die Hand aufs Knie gelegt haben, obwohl da überhaupt nichts aus meiner Richtung kam und mir aber dann im Endeffekt, als ich mich beschwert habe, gesagt habe, ich hätte ja so Signale gesendet. Da wüsste ich heute gerne noch, welche das gewesen sind. Ja. Es war ein Professor, der eindeutige Avancen in der Sprechstunde gemacht hat, was natürlich besonders gruselig ist, wenn man einfach in einem Zimmer mit diesem Mann dann auch noch ist. Hm. Solche Situationen. Wie erklären Sie sich, dass das jetzt gerade so groß geworden ist? Dieser Hashtag ist, Sonja, ich weiß nicht, über 60.000 Mal inzwischen. Genau, an dem Tag, an dem es ganz groß war, waren das an dem einen Tag mehr als 30.000 Tweets. Wow. Warum hat diese Aktion gerade jetzt so eingeschlagen? Was glauben Sie?
Ich glaube, der Punkt ist nicht, dass sie gerade jetzt so eingeschlagen hat, weil das Bedürfnis, darüber zu reden, ist schlicht da. Es ist einfach in dem Moment alles zusammengekommen. Es war Timing, es haben genug Leute gesehen und dementsprechend, weil viele Leute und besonders Frauen eben Geschichten dazu zu sagen haben, ist das explodiert. Gegen wen richtet sich der Aufschrei? Gegen die Täter, ganz eindeutig. Und gegen das bloße Zusehen unserer Gesellschaft und dass wir keine Verantwortung übernehmen. Es gibt ein paar Leute, die hier, Walter zum Beispiel schreibt gerade ins Blog, mir will scheinen, viele Frauen wissen einfach die Grenze zwischen netten Sprüchen und Sexismus nicht zu ziehen. Ich rate zu mehr Entspanntheit. Sind Sie ein bisschen verkrampft? Bestimmt, ja. Daran wird es liegen. Nee, mir scheint eher, diese Männer scheinen nicht zu kapieren. Und wir hatten das gerade eigentlich ganz schön als Beispiel. Ich glaube, ganz viele Männer wissen eigentlich, wenn sie Grenzen überschreiten. Das ist halt einfach ein Machtspiel in dem Moment. Also wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal von mir aus den furchtbaren Fall Brüderle, er diesen Kommentar macht und Frau Himmelreich entsprechend reagiert, sich zurückzieht, sagt, das ist nicht in Ordnung, dann ist das schon für ihn Anlass zu sagen, oh, sorry, das war mein Fehler. Wissen Sie, wann Sie Grenzen übertreten? Nein, woher sollen Sie das denn wissen? Die meisten Männer haben doch die Angst. Es ist doch an der Frau, also sexuelle Belästigung fängt für mich da an und kein Moment früher, wo eine Frau klar sagt, entschuldige bitte, das möchte ich nicht. Das ist genau das Problem. Moment. Wenn also jetzt ein Mann es fehlinterpretiert hat, ihre Avancen oder Nicht-Avancen, und deswegen sich ihnen nähert, in die gleiche Situation bei einem Mann, den Sie auch toll finden würden, würden Sie sagen, oh, das ist aber toll. Endlich macht er mal den ersten Schritt. Woher soll der Mann das denn wissen? Warum müssen wir das jetzt eigentlich immer in meinem privaten Beispiel hier aufführen? Ich mach's mal abstrakter. Ja, danke. Es ist so einfach. So was gemeint, verzeihen Sie. Ja. Es ist nicht so, dass man es immer irgendwie interpretieren muss. Ja. Es gibt eine ganz klare Regel. Ich fasse niemanden an, von dem ich nicht eindeutig weiß, dass er oder sie das möchte. Ich mache keine Kommentare über körperliche Merkmale. Und wie wissen wir das eindeutig als Männer? Sagen Sie uns das? Sagen die Frauen ganz ehrlich, jetzt ist der Moment da, da du mich küssen darfst? Können wir bitte mal vom Kontext reden? Also die das ist Schwachsinn. Sorry. Tut mir leid. Die Männer, die zu mir kommen, haben genau das Problem, dass sie immer denken, oh, kann ich sie jetzt küssen? Nee, ist noch nicht der richtige Moment. Und warten und warten und warten. Wissen Sie, was dann mit den Männern passiert? Wie in so vielen Fällen ist auch hier Kontext King und sogar Queen gleichzeitig. Mhm. Weil letztendlich, also wenn wir mal wirklich von sexueller Belästigung auf der Straße ausgehen, das sind Situationen, da sind Frauen einfach nur unterwegs von A nach B. Es ist völlig egal. Sie wollen einfach vielleicht nur nach Hause kommen, was weiß ich. Und wenn man dann reduziert wird auf geiler Arsch, geile Titten, ey, du alle Schlampe, ich weiß nicht, das ist kein Kompliment. Also insofern ist das. Finde ich auch nicht. Ja, aber. Bin ich bei Ihnen. Aber Sie bringen Männern bei, einfach irgendwie mal zu machen. Ich bringe nicht Männern bei, zu sagen, ey, geiler Arsch. Nee. Sondern ich bringe Männern bei, wie sie sympathisch auf Frauen zugehen und sie für sich begeistern. Und auch auf der Straße übrigens eines der besten Gebiete, Frauen kennenzulernen. Frau Wiczorek. Ja. Eigentlich dachten wir, dass jetzt in unserer Generation Frauen selbstbewusst genug sind zu sagen, wenn es Probleme gibt. Und jetzt haben wir plötzlich diese ganz vielen Aufschrei-Tweets und denken, wow, irgendwo gibt es da Redebedarf. Und viele Männer denken wahrscheinlich, dachten wir nicht, dass es das gibt. Wieso hat sich dieses Tabu offensichtlich so lange bei vielen jungen Frauen gehalten über all die Zeit? Weil sexistisches Verhalten in unserer Gesellschaft nicht sanktioniert wird. Im Gegenteil, wenn eine Frau sich dagegen wehrt, wird sie ja niedergemacht. Meistens ist dann eben, wie wir es schon hatten, das Problem von einer Abhängigkeitsposition, sagen wir mal irgendwie Chef und Angestellte. Am schlimmsten ist es dann, wenn noch Punkte dazu kommen wie andere Hautfarbe, also dass dann wirklich noch eine Mehrfachdiskriminierung vorliegt. Das sind alles Punkte, wo mir wirklich die Galle hochkommt, wenn es dann heißt, ja, Frauen müssen sich ja bloß wehren und dem mal eine scheuern, dann ist gut. Weil das ist es nicht, weil im meisten Fall dann auch noch Gegengewalt provoziert wird. Frauen, wir leben in einem Klima, das Frauen, das Gewalt gegen Frauen begünstigt. Ganz ehrlich, bitte, wo das denn? Man muss doch aber merken, es ist ein Patriarchat, mein Lieber. Es ist vielleicht schon aufgefallen. Nee, also ist mir echt nicht aufgefallen. Wir haben eine Bundeskanzler. Die höchste Position in Deutschland ist durch eine Frau besetzt. Wie hat denn das böse Patriarchat das zulassen können? Deswegen sind wir alle gleichgestellt, weil wir eine Bundeskanzlerin haben? Nee, aber ich meine, wenn es wirklich ein Patriarchat gibt, was daran interessiert ist, die Frauen unten zu halten, wie schafft es dann bitte eine Frau an die Spitze unserer Gesellschaft? Ausnahme bestätigen die Regel, dass den Spruch irgendwo schon mal gehört, oder? Ja, aber wo ist denn die gläserne Decke? Wie ist denn Frau Merkel? Hat die sich da durchgeschlichen? Die gläserne Decke ist so, dass wir wesentlich, dass wir fast keine Frauen in Führungsetagen, in Vorständen haben. Deshalb ja darum auch eine politische Debatte. Da habe ich auch eine andere Meinung zu.
Mag sein, aber das ist die faktische gläserne Decke. Sonja. Ähnliche Frage von Mendelssohn an Sie beide. Sie beide, verhalten sich doch selbst sexistisch, indem Sie pauschal Männer als Täter und Frauen als Opfer darstellen. Das ist ein putziges Argument, was immer wieder kommt und wo ich tatsächlich gerade auch die Aufschrei-Debatte und die Aktion auf Twitter jetzt als Beispiel nehmen kann. Denn ganz viele, auch von den ersten Reaktionen schon, waren Männer, die sind ernsthaft betroffen, die sind schockiert, was für ein Ausmaß das überhaupt noch an sexistischen Übergriffen gibt. Und die möchten diese Welt ändern, die möchten eine bessere Welt. Und allein diesen Denkprozess anzuregen, dass sie ihr eigenes Handeln reflektieren, wenn sie nicht sogar selbst schon sensibel genug sind, mit Frauen in diesem Kontext umzugehen, das ist es schon wert gewesen. Ein Punkt. Ein Punkt haben wir schon angesprochen in unserer beginnenden Diskussion gerade, nämlich Sexismus ist ja vor allem dann auch ein Problem, wenn es um den Arbeitsplatz geht und Frauen, die am Arbeitsplatz damit konfrontiert werden und wenn Macht im Spiel ist. Wenn sich eine Frau dann also nicht mehr gegen den Grabscher wehren muss, sondern gleichzeitig in Person gegen den Chef oder gegen ihren Professor oder gegen ihren Geschäftskunden. Wie die Tiere. Schulhof, Mensa, Arbeitsplatz, Männer baggern wie Blöde. Im Job wurden 22% der Frauen schon mal sexuell belästigt. Das Berufsleben kann aber auch so schön sein. Die Sprungschanze ins Glück. 30% aller Ehen bahnen sich beim Broterwerb an. Das ist einfach unprofessionell. Die Weihnachtsfeier, die Firmenparty, Alkohol, ein bisschen tanzen, der Chef total locker. Zu locker? Gelten auf Partys oder an Hotelbars andere Regeln als im Büro? Ja, gelten auf Partys andere Regeln als im Job? Monika Ebeling war Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Goslar. Als sie sich in dieser Position plötzlich auch für Männer Rechte einsetzte, wurde sie abberufen. Seitdem kämpft sie für benachteiligte Männer. Jetzt ist sie bei uns. Herzlich willkommen, Monika Ebeling. Frau Ebeling, Sie haben die Debatte verfolgt. Ist es eine einseitige Debatte zu Seiten der Frauen oder zu Seiten der Männer? Wie sehen Sie es gerade? Also ich finde, es ist eine Debatte, die den Geschlechterkampf anfeuert. Das finde ich da nicht gut an der Sache. Und sie ist sehr einseitig parteilich, weil nämlich für die Frauenseite eine Hypersensibilität entsteht und die Empathie für die Männerseite fast gänzlich verloren geht. Frauen sagen, wir müssen endlich über Alltagssexismus reden. Und es sind viele Frauen, die das im Netz sagen, vor allem im Job. Warum sollen wir dann dort auch über Sexismus von Männern reden? Also weil einfach das notwendig ist, um die Debatte ausgewogen zu halten. Wenn ich sozusagen nur durch ein Monokel auf die eine Seite schaue, dann werde ich dem ganzen Thema nicht gerecht. Es mag ja sein, dass Frauen da weiter betroffen sind und quantitativ mehr betroffen sind, aber es gibt eben auch Übergriffe von Frauen gegen Männer und auch die dürfen zur Sprache kommen. Das gehört einfach zu einer gerechten Debatte dazu. Brauchen wir auch eine Männerbeauftragte? Ich glaube, wir brauchen durchaus Männerbeauftragte, denn die Gleichstellungsbeauftragten, das konnte ich gerade in der aktuellen Emma lesen, die nennen sich Berufsemanzen und das halte ich für sehr einseitig und ich denke, dass die Belange von Männern in unserer Gesellschaft zu kurz kommen. Es gibt ein aktuelles Buch von Hanna Rosin, Das Ende der Männer. Wir haben nämlich längst nicht mehr ein Patriarchat, sondern wir haben Kleinmatriarchate, die sich weiter ausbreiten. Und da denke ich, sollten wir schon mal ein bisschen genauer hinschauen. Wie geht es den Männern in unserem Land? So wie wir auch schauen und seit 40 Jahren schon schauen, wie geht es den Frauen in unserem Land? Wird zu wenig nach den Frauen gefragt, Frau Dornheim? Wieso können wir nicht einfach auf die Menschen gucken und gucken, wenn ein Mensch diskriminiert wird, dann kümmern wir uns darum, und zwar als Gesamtgesellschaft. Gut, das machen wir und gucken dann auf Männer und Frauen. Fangen Sie an, auf Männer zu gucken. Ja. Ich gucke auf Männer genauso wie auf Frauen. Nur wenn ich mitkriege, dass irgendwie um mich rum 90% der Frauen schon mal irgendwie belästigt angegrapscht wurden und mir das keiner meiner Freunde sagen kann, dann kümmere ich mich erstmal um die, die es trifft.
Also es trifft auch Männer. Ich habe ja mit vielen Männern gesprochen. Es hat zum Beispiel einer erzählt, dass er im öffentlichen Dienst tätig ist, umgeben von überwiegend Frauen. Und in der Situation ist zum Beispiel eine Frau gekommen, hat von hinten einfach mal eine Nackenmassage gemacht, eine andere hat mal auf den Po gehauen. Also solche Übergriffe gibt es durchaus auch von Frauen. Nur ein Mann spricht da anders. Ein Mann spricht da anders drüber. Das macht hier niemand unsichtbar. Weil es nämlich für einen Mann, keine Lobby dafür gibt. Darf ich ausreden, bitte? Für einen Mann gibt es dafür keine Lobby. Für Frauen wird das Herz gleich groß und weit. Ist das und wenn so? Ein Mann das Gleiche sagt... Ja. Ist das so? Haben Sie den Eindruck auch, für Frauen wird das Herz gleich groß und weit, wenn man über diese Dinge spricht und diskutiert? Wenn es so eine riesen Lobby gäbe, dann hätten wir doch das Problem dann wir nicht gar mehr. Nicht hier, genau. Ja. Dann würden wir das nicht diskutieren. Können Sie es noch mal schreiben, wie schwer ist das denn, auf Sexismus zu reagieren, wenn man in einem Abhängigkeitsverhältnis steht? Wenn halt der Chef der Mann ist, kann man einfach so hingehen und sagen, hey... Fass mich nicht an oder sprich bitte anders mit mir. Sprechen Sie bitte rücksichtsvoll mit mir. Das kann die Frau probieren, aber ich glaube, in den wenigsten Fällen wird das zu einem Erfolg führen. Also entweder hat es für sie direkt irgendwelche Repressalien während der Arbeit, dann weitere Belästigungen zur Folge oder eben vielleicht sogar die Kündigung. Also das wird für sie nicht besser. Es fällt immer auf sie zurück. Es gibt auch weibliche Chefs, ne? Die sind sicherlich ja, auch in der Lage... Ja, die sind nur ein bisschen seltener, leider, weil wir haben ja dann doch es gibt doch schon mehr, reichlich, sagen weibliche Chefs. Jetzt haben wir auch viele männliche Chefs. Herr Pitz, wieso kriegen eigentlich Männer das in den Situationen nicht auf die Reihe, ihren Griffel eigentlich einfach nur an ihrem Griffel zu behalten und weg von der Frau? Was ist daran so schwierig? Leider habe ich ja jetzt in den letzten 8 Jahren mit diesen Männern nicht so viel zu tun gehabt, sondern jedes zweite Wochenende mit den Männern, die es nicht beherrschen, ihre Griffel eben mal rüberzubringen zu der Frau und deswegen sehr unerfolgreich sind. Und die dann aber lernen, wie sie das in der richtigen, angenehmen Art tun und dann Erfolg bei Frauen haben. Sonja. Gerade im Job, hier Marco Preuß sagt zum Beispiel, liebe Männerbeauftragte, hier geht es auch immer noch um Macht und die liegt immer noch bei den Männern. Verkennen Sie das? Ich sehe es nicht so. Es ist egal, worum es geht, ob es sexuelle Belästigung ist, ob es Gewalt in den Familien ist, die Frauen haben die Bedeutungshoheit und die ist am entscheidendsten. Wenn ein Mann sagt, ja, auch ich wurde sexuell belästigt oder meine Freundin hat mir eine reingehauen, stell dich nicht so an, ja, sei doch ein richtiger Kerl. Ja, vielleicht sie nicht, aber insgesamt ist das so. Ich glaube, es geht auch gar nicht mehr nicht ausschließlich nur um Macht, sondern es geht auch um Verletzungsoffenheit. Und wir wollen ja neue Männer, wir wollen gefühlvolle Männer. Und da müssen wir auch damit rechnen, dass diese gefühlvollen Männer auch verletzbar sind und vielleicht anders verletzbar sind als die Patriarchen, von denen die Damen sprechen. Also wenn wir das kurz nochmal richtig stellen könnten, haben sich ja jetzt offenbar hier diese Fronten direkt gebildet, wir versuchen auf jeden Fall, den Spaß am Sex für alle herzustellen. Und das geht natürlich auch nur mit Männern. Männer müssen Verbündete in dieser Debatte sein. Sie müssen ihr Verhalten reflektieren. Gut, warum haben und nichts Sie denn anderes auch, wird gefordert. Und es ist auch klar, dass es bereits ganz viele Männer gibt, die das schon längst tun. Und das ist toll. Die müssen offenbar auch noch lauter werden. Die müssen noch öfter ihren Freunden einen draufgeben, wenn es tatsächlich irgendwelche Bemerkungen gibt oder sogar Übergriffe. Also ich glaube, ganz viel entsteht tatsächlich auch aus einer fehlenden Zivilcourage, wie wir es gerade hatten. Männer werden dann abgestempelt als schwul und Weicheier. Das darf nicht sein. Es muss klar sein, das ist eine ungerechte Situation und hier ist einzuschreiten. Männer haben keine Lobby, sagt hier noch jemand. Ja, komm, doch, Männer haben keine Lobby und Weiße auch nicht und Heteros auch nicht. Unrechtsstaat in Großbuchstaben. Woran liegt das? Warum fehlt Männern eine Lobby, wie es hier heißt? Als Mann hat man ein natürliches Schutzbedürfnis den Frauen gegenüber. Und das ist halt schon seit Jahrhunderten so gewesen. Und deswegen solidarisiert man sich als Mann erstmal eher mit der Frau, als für seine eigenen Rechte einzustehen. Männer haben sich immer aufgeopfert für Frauen. Sie haben teilweise 14 Stunden am Tag gearbeitet. Mein eigener Vater hat seine Familie kaum gesehen, weil er für die Familie gesorgt hat. Also wir Männer sind eher dazu bereit, große Opfer zu bringen für andere Leute und solidarisieren uns deswegen mit den Schwächeren. Da bin ich nicht so wirklich sicher, ob ich diese These teile. Ich glaube, ich teile sie nicht. Aber was können Frauen tun, um Sexismus in der Arbeit zu begegnen? Darüber haben wir gerade gesprochen. Und genau damit beschäftigt sich die Management-Trainerin Sabine Askodom. Und hier ist sie bei uns in der Sendung. Frau Askodom.
Das muss ich ganz viel ablesen, denn Sie bringen ja Mordsmeriten hier mit. Sie bereiten seit vielen Jahren Frauen, die auf der Karriereleiter ganz nach oben wollen und vor allen Dingen auch dort sind und solche, die es geschafft haben. Sie waren Journalistin bei der Cosmopolitan. Mhm. Sie waren eine der ersten Fußballschiedsrichterinnen in Deutschland. Und die Financial Times zählte sie einmal zu den 101 wichtigsten Frauen in der deutschen Wirtschaft. Was können Frauen gegen Sexismus im Job tun, ist die Frage. Und wir haben so ein paar Mal im Netz rausgesucht. Laura schreibt, mein Chef hat zu mir, weil wir wollen es gleich praktisch machen, oder? Gerne. Gut. Mein Chef hat zu mir bzw. meinen Brüsten bei der Arbeit mal gesagt, hier arbeitet auch nichts so hart wie diese beiden Knöpfe. Boah. Also am liebsten würde ich sagen, direkt eins zwischen die Hörner. Aber ist der völlig Chef? Recht, die jungen Frauen, das ist gefährlich, ja, wenn man sowas macht. Ob es der Chef wäre oder ein Kollege wäre, mir persönlich völlig egal. Weil die Würde des Menschen ist unantastbar, auch von Chefs. Völlig egal, wer das sagt. Und übrigens, was die Chefin wäre mit einem Mann, ganz genauso. Meine Erfahrung ist, dass man von Anfang an, wenn es irgendwie geht, gleich klar sagt, lassen Sie das. Und es ist schwierig für eine 25-Jährige. Absolut. Ich denke mal, für eine End-50er ist es einfach. Da würde ich sagen, Buschi, das machst du nicht nochmal, gell? Ich habe es nicht zu Ihnen gesagt. Ich würde sich das nie trauen, ich weiß es. Aber dann zu sagen, fangen Sie von Anfang an sich zu wehren. Nicht erst, wenn es richtig gefährlich wird und grabsch und Dings, sondern von Anfang an, ich will das nicht. Aber das ist wahrscheinlich ein ganz schwieriger Schritt für Menschen, die bedroht worden sind oder die sowas gehört haben, dann beim ersten Mal gleich eine Grenze zu ziehen. Weil oder? Es hat was mit Scham zu tun. Also wenn der Chef sowas zu mir sagt, schämen sich die meisten Frauen erstmal. Und das heißt, sie gehen in eine Verteidigungsstellung und sagen nicht sofort, und ich finde ihre Ausbeulung an der Hose auch ganz sexy. Okay. Das sagen Frauen nicht. Und jedenfalls nicht die, von denen wir jetzt reden. So, Sie sagen zwischen die Hörner. Was soll ich dann also klar sagen, machen? Ich will das nicht. Ich will das Hören nicht. Sie damit auf. Mhm. Eine andere Userin schreibt, zum Interview kommen und der erste Satz ist, und was machst du so bei deiner Zeitung? Etwa ein Praktikum. Was ist daran sexistisch? Das ist jetzt nicht. Eine junge Frau, die ein Interview führt. Ja, aber das könnte ein Mann ja auch gesagt kriegen. Ah, okay. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also ich finde überhaupt, dass wenn Menschen ungut angesprochen werden, dass sie sich wehren sollten. Also wehren nicht im Sinne von verteidigen, irgendwie rechtfertigen, sondern einfach, also einfach ist gut, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Ja. Ich glaube, es geht um Souveränität. Und Souveränität heißt, ich lasse das nicht mit mir machen. Und das muss ich manchmal vielleicht gar nicht so deutlich aussprechen. Ich stelle fest, dass die Haltung schon das Wichtige ist. Ah, okay. Also ob ich klein werde und ängstlich oder ob ich den angucke und sage, bleiben wir mal bei der Sache. Ja? Ich glaube, ich muss das gar nicht ansprechen. Also so doof sind Männer gar nicht. Die kapieren das schon. Ja. Wenn die meisten jedenfalls. Wenn die Frau ein Zeichen gibt, das geht hier überhaupt nicht. Und manchmal gibt es übrigens eine Möglichkeit, an die Ehre von Männern zu appellieren. Dürfen wir nicht vergessen. Okay. Also ich glaube wirklich, dass man manchmal, wenn einer so blöde Bemerkungen macht und hast das Gefühl, Bursch, jetzt ist es mal gut, dass man sagen kann, also darf ich mal an deine Ritterlichkeit hier appellieren? Würdest du wollen, dass deine Tochter, deine Frau, deine Schwester sowas erlebt? Also manchmal funktioniert das sogar. Und ich finde das eine spannende Idee. Es gibt ja unendlich viele. Ein drittes möchte ich Ihnen noch geben, weil es dieses schwierige Gebiet der Komplimente anspricht. So ein Kompliment kann ja total gut ankommen und es kann voll in die Hosen gehen. Ein Chef sagt zu einer seiner Mitarbeiterinnen vor dem Sommerfest, hoffentlich ziehen Sie sich so schick an wie beim letzten Mal, der hat ja fast gar nicht erkannt. Also wenn das ein Kompliment ist. Also ich bin übrigens, je älter ich werde, umso, ja, soll man sagen, nachsichtiger mit Männern. Ich glaube, dass viele Männer einfach zu dämlich sind, ein gutes Kompliment zu machen. Also die meint das nicht böse. Sie wissen nur nicht, wie es geht. Ich glaube, es wirklich. Der wollte ein Kompliment machen und sagt sowas Dämliches. Wie geht Frau dann damit um? Ich sage mal, einmal ist frei. Also einmal darf ich sowas Blödes sagen. Okay. Und dann kann man sagen, ist schon recht. Und ich glaube, man merkt, ob es ein Machtspiel ist. Und dann ist es nicht mehr lustig und nicht mehr komisch. Wenn es um ein Machtspiel geht, dann heißt es, dass dieser Mann versucht, diese Frau klein zu machen. Vielleicht, damit sie keine Konkurrenz für ihn ist. Ja. Und das müssen wir uns mal überlegen. Welche Facetten spielen eine Rolle, ob jemand Karriere macht in unserer Gesellschaft? Es ist Selbstdarstellung und es sind Kontakte und Beziehungen. Ja. Und stellen Sie sich mal vor, dass eine junge Frau mit großem Potenzial, also ich meine nicht großem Potenzial, sondern großem Potenzial, und die kommt nicht weiter, weil die kann nicht zu ihrem Chef sagen, gehen wir mal ein Bier zusammen. Die traut sich nicht mehr, mit ihm auf Geschäftsreise zu gehen.
Und da merken wir erst, dass es ein ganz ernsthaftes Problem ist, weil sie abgeschnitten ist von einem Teil von Netzwerken. Also frühzeitig klare Worte finden, unbedingt, an die Ritterlichkeit der Männer appellieren. Und sich vielleicht sogar einen Kollegen suchen und zu sagen, kannst du mal mit dem reden? Ah. Ich habe das Gefühl, der kapiert Verbündete das nicht. Suchen. Verbündete suchen. Ja. Sonja. Probleme schildern uns gerade im Chat nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Dennis zum Beispiel beschreibt hier, als ich dem Betriebsrat gegenüber geäußert habe, wir bräuchten neben der Frauenbeauftragten auch einen Männerbeauftragten, da wurde ich ausgelacht. Anderes Erlebnis kommt von Miri. Sie sagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Haupteinstellungskriterium im Job bei Frauen nicht die Qualifikation, sondern die Optik ist. Und ein Thema, das ihr schon vorab ganz intensiv bei uns diskutiert habt auf unseren Social-Media-Seiten, ist das hier von Laura, das, genau, die nämlich sagt, es mangelt auch oft an Solidarität, Frauen untereinander. Sagt, es sind nicht nur Männer, die solche Situationen verschulden, es sind auch oft Frauen, die Zeugen der Situation sind und sich dann auf die Seite der Männer schlagen. Der Satz, jetzt stell dich nicht so an, der kommt ganz oft aus dem Munde einer Frau, weil Frauen sich auch einfach mal nicht so anstellen sollen. Wie gesagt, ich möchte das nicht verallgemeinern. Ich habe meine Position dazu klar gemacht. Also ein sexueller Übergriff findet dann statt, wenn eine Grenze von einer Frau nicht toleriert wird. Aber wenn ein Mann erstmal angesprochen ist von einer Frau, die gleiche Situation an der Bar, und da hätte jetzt nicht Herr Brüderle gesessen, sondern Brad Pitt, wäre vielleicht ein toller Traum gewesen von der Frau. Also man kann ihm nicht verbieten, dass er seine Anziehung zum Ausdruck bringt. Und wenn der Frau das nicht gefällt, dann kann sie es sagen, dann kann sie gehen, aber sie wollte ja auch was von ihm, nämlich Informationen. Und vielleicht hat sie ja auch ihre Sexualität benutzt, um es aus ihm herauszukitzeln. Und war dann vielleicht auch irgendwie echauffiert, dass er dann nicht die Informationen rausgegeben hat, die er wollte. Nee, bitte, also der Artikel schildert eindeutig eine Grenzüberschreitung von seiner Seite. Sie hat sich dagegen ausgesprochen, ihre er hat Ansicht, weitergemacht. Genau, ihr Artikel schildert ja, das. Herr Brüderle hat ganz viel Zeit und Gelegenheit, sich zu äußern. Das macht er nicht. Vielleicht muss man sich aber auch nicht zu jedem Mist äußern. Zu jedem Mist? Ich möchte noch mal zu Frau Askodom gehen, weil sie gerade gesagt hat, boah, als es um dieses Thema ging, das hören wir, haben wir auch öfter gehört auf unseren Social-Media-Plattformen von Männern. Ja, wenn sich halt die Frauen so anziehen im Beruf, dann müssen sie sich ja nicht beklagen. Dann bin ich für die Burka, dann haben wir alle keine Probleme mehr. Nein, eine Frau darf sich anziehen, wie sie will. Ich finde auch, wenn eine Frau einen solchen Ausschnitt hat und alles schön hebt, dann muss sie sich nicht wundern, wenn ein Mann hinguckt. Also ihr seid Menschen und wir sind Menschen. Wenn er nur noch stiert, dann könnte man mal sagen, hallo, könntest du dein Gesicht mal wieder woanders hinfahren? Übrigens, wenn ich Mann wäre, also jetzt mal, um für Männer zu reden, wenn ich Mann wäre und ich hätte eine Kollegin, die mir gegenüber sitzt und hätte jeden Tag so einen Ausschnitt und solche Bubs, dann würde ich irgendwann mal zu ihr sagen, Edeltraut, kannst du dir was anderes anziehen? Ich kann nicht mehr arbeiten. Aber da muss er sagen, genauso wie die Frau das sagen muss. Vielen Dank. Einfach mal miteinander reden. Jetzt kommen Sie leider nicht drum rum, dass ich Sie dann noch mal anspreche, weil Sie ja gerade im Dunde sitzen. Und ich werde jetzt nicht rot. Macht Ihnen das was aus, wenn Sie Männer angucken und ihnen nicht nur in die Augen gucken? Rechnen Sie dann damit? Ja, klar. Also ich meine, jeder, der Dirndl anzieht, muss eigentlich damit rechnen, dass Männer nicht nur ins Gesicht schauen. Und wenn mir das nicht passt, ziehe ich kein Dirndl an. Ganz einfach. Dass Sie aus einem Bundesland kommen, wo das vielleicht ein bisschen selbstverständlicher ist als hier bei uns in Berlin. Kann eventuell sein, der ja. Der Aversong. Okay, gut. Vielen Dank. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, gerne. Der Aversong, weil ich habe auch Dirndl daheim. Wirklich? Ja. Schon. Und ich ziehe das auch manchmal an und ich ziehe auch andere Sachen an. Und ja, ich weiß, dass mich Menschen manchmal angucken. Das ist auch überhaupt kein Problem. Aber wenn Menschen mich nur noch so angucken, dann ist es auch nach der ersten Masse noch keine Entschuldigung. Und es ist erst recht keine Entschuldigung, mich dann irgendwie blöde anzugucken und blöde anzugraben und irgendwie auf der Wiesn nur noch auf mich als irgendwie Fleischstück zu referenzieren. Sie wollen ja auch als Person wahrgenommen werden und deshalb schaut man ihnen natürlich in die Augen. Jetzt hat man darf auch meinen Dirndl angucken. Jetzt hat Laura vorhin geschrieben und diese Geschichte, Sonja, möchte ich doch gerne nochmal in die Situation reinbringen. Stell dich nicht so an, das kommt häufig auch aus dem Mund einer Frau. Ist das wirklich so? Ist da zu wenig Solidarität unter Frauen dann auch oft? Ist jetzt nicht meine persönliche Erfahrung, eher im Gegenteil. Da ist so häufig dann Verständnis da. Und ich finde, das hat jetzt auch die Aufschreidebatte gezeigt, dass vor allem viele Frauen sehr froh waren, das endlich mal loswerden zu können und sich verstanden zu fühlen, anstatt eben das Gefühl zu bekommen, okay, sie hätten auch noch eine Schuld daran. Ich glaube aber tatsächlich, dass viele Frauen auch schon, ja, sag ich mal, sich so einen gewissen Panzer zugelegt haben
und dann schon gar nicht mehr mitkriegen, eben wenn solche Übergriffe eigentlich nicht okay sind, sie dann das versuchen abzutun, weil das ist ja Alltag, es ist halt so. Und mich nervt tatsächlich dieses gerade aufkommende Ding, Männer sind wieder nur schwanzgesteuert und könnten ihr Gehirn überhaupt nicht benutzen. Also, dass man ja damit so rechnen muss, dass dann hier auf die Brüste geguckt wird. Das ist so, it's lame. Das ist ja ein interessanter Punkt, der gerade gebracht worden ist. Offensichtlich haben sich viele Männer, aber auch Frauen so dran gewöhnt, dass es dann gar nicht mehr auffällt, dass einfach da verletzendes Verhalten Also ist. Für mich ist das so, dass Sexismus kein Geschlecht hat. Deswegen denke ich auch, dass die Männer, also der Sexismus von Frauen gegen Männer genau das gleiche Recht hat, zur Sprache zu kommen, wie der Sexismus von Männern gegen Frauen. Ich glaube, dass das eingebettet ist in eine Beziehung. Und jede Beziehung hat was ganz Spezielles. Ob man nun abends wie bei Brüderle an der Theke sitzt oder jetzt hier miteinander steht oder am Arbeitsplatz, da ist was ganz Besonderes dabei. Was ich auch finde, ist, das erschreckt mich auch ein bisschen, nach 40 Jahren Frauenbewegung soll es also immer noch junge Frauen oder Frauen geben, die nicht eindeutig sagen können, das will ich nicht. Dann frage ich mich doch, was haben 40 Jahre Frauenbewegung bewirkt? Also ich möchte, dass meine Töchter selbstbewusste Frauen sind. Und die haben dann gefälligst dem Kerl zu sagen, wo es lang geht und was sie gut und richtig finden. So viele Betroffene unsichtbar machen, indem sie meinen, sie müssten sich einfach nur wehren. Tatsächlich glaube ich, ganz viele Frauen wehren sich alleine schon dadurch, dass sie jeden Tag trotzdem noch auf die Straße gehen, anstatt sich einfach zu Hause zu verbuddeln. Für ganz viele Frauen ist es extrem schlimm, einfach schon auf die Straße zu gehen und was sie ja machen, ist ja so eine Opferdebatte aufzuschlagen. In dem Sinne, dass sie sagen, wer ist jetzt der Kränkere von uns beiden? Und ich finde, so kommen wir nicht voran. Ich weiß gar nicht, woraus Sie das jetzt interpretieren aus meinen Aussagen. Ich habe das vorhin gesagt. Ich finde eindeutig, es gibt schon genug Männer die sind Opfer, Frauen sind Opfer, Männer sind Täter, Frauen sind Täter. Danke, sind das wir uns hatten da wir einig? Schon. Genau. Ja, ist aber wichtig. Das verstehen Sie ja anscheinend nicht. Ich habe gerade schon gesagt, das wollte ich nicht unsichtbar machen und ich weiß das. Ja. Aber Frauen als Opfer werden unsichtbar gemacht. Bei Twitter, hier sagt jemand, wer sich bei Chefs über Sexismus beschwert, der ist humorlos und sollte sich mal nicht so anstellen. Deshalb sind Frauen lieber still. Das heißt, es ist einfach zu schwierig, laut das vorzusprechen. Also ich glaube, das ist nicht schwierig. Es gibt prominente Beispiele. Wenn Sie zum Beispiel die Psychologin, die im Gefängnis war und dann von einem Mann festgehalten wurde, einen ganzen Tag lang und auch sexuell belästigt oder missbraucht wurde. Wurde vergewaltigt, Die hat darüber ein Buch geschrieben. Die hat gesagt, ich bleibe nicht still, ich bleibe nicht im Verborgenen. Ich habe früher in der Frauenbewegung, gab es Frauenliteratur, da war ein Buch, das hieß Die Scham ist vorbei. Und ich würde das toll finden, wenn Frauen in unserer Gesellschaft diese Stärke, die sie haben, auch nach außen tragen würden. So, jetzt haben wir noch Stimmen aus dem Publikum. Frau Ebeling, lass mal kurz zu Wort kommen. Sie haben sich gerade gemeldet. Ich höre nur die ganze Zeit, wie das verglichen wird. Ja. Gewalt gegen Männer, Gewalt gegen Frauen oder Sexismus gegen Männer, Sexismus gegen Frauen. Und es gibt Statistiken und ich weiß, es gibt auch Sexismus gegen Männer oder sexuelle Gewalt gegen Männer, aber da braucht man sich nur kriminologische Statistiken ansehen, die da doch noch eine relativ eindeutige Sprache sprechen, wer öfter zum Opfer wird. Und zu dem Ganzen, sie können sich doch wehren. Frauen, die darauf aufmerksam machen, was ihnen zusteht, denen wird gesagt, du hast es doch auch gewollt, du hast einen zu kurzen Rock angehabt, du warst betrunken. Nein. Das sind keine alten Debatten, das sind ganz aktuelle Debatten. Ja. Das passiert ständig. Frauen, denen vorgeworfen wird, sie hätten irgendwie Mitschuld daran, dass sie sexuell belästigt werden. Denen gesagt wird, sie wären humorlos, weil sie irgendwie keine Herrenwitze hören wollen. Ja. Und es geht dabei ganz oft immer um Macht. Also, ja. Genau darüber reden wir gleich. Vielen, vielen Dank für Ihre Meinung. Genau über das Thema Macht reden wir gleich. Aber vorher, sprechen wir mal schnell über die Abstimmung, die wir haben. Und dass es noch wahnsinnig viele Fragen im Netz gibt, die wir gleich beantworten können. Genau, ihr habt ganz, ganz viele Fragen zu Beginn gestellt und wir wollen einfach mal gucken, dass wir einen ganzen Schwung davon beantwortet bekommen. Frau Dornheim, Herr Pütz, bitte einmal rechts und einmal links.
kommt hier so ein bisschen um die Ecke. Genau, hervorragend. So, wir machen jetzt Login direkt. Das heißt, wir haben 2 Minuten 30 Zeit, damit ihr euch zu Hause eine richtige Meinung bilden könnt, damit ihr die Argumente richtig gut gegeneinander abwägen könnt und auf login.zdf.de gehen könnt und uns sagen könnt, wer euch mehr überzeugt. Für Sie beide gelten die Regeln abwechselnd antworten und von der Länge her eher so an Twitter orientieren. Also kurz und knackig. 2 Minuten 30 und die laufen jetzt. Die erste Frage, Frau Dornheim. Kann zu aufreizende Kleidung nicht auch ein Faktor für heimliche Blicke sein, basierend auf natürlichen biologischen Gegebenheiten? Diese biologischen Gegebenheiten gibt es nachweislich so nicht. Das ist Konditionierung. Und gegen 1 oder 2 Blicke hat überhaupt niemand was, nur gegen Stirn oder Glotzen. Nächste Frage an Sie, Herr Pütz. Warum stehen Männer unter Generalverdacht? Ist es nicht so, dass es wir Männer waren, die schlimme Sachen getan haben und es deswegen zu einem Verdacht kommt? Ja, genauso wie Frauen schlimme Dinge getan haben. Die können genauso brutal sein und deswegen. Aber wir sehen halt immer nur die eine Seite des Mannes und das finde ich problematisch. Die nächste Frage geht an Sie beide. Es wird immer von Rechten der Frauen gesprochen. Was ist eigentlich mit den Rechten der Männer, sagt Patrick, insbesondere wenn es um das Sorgerecht von Kindern geht? Wir haben Menschenrechte und das Sorgerecht kümmert sich um beide Elternteile. Mimimi. Das ist absoluter Schwachsinn, das ist nochmal eine Debatte für sich. Ganz oft werden den Vätern ihre Kinder entzogen und sie können nichts dagegen tun, können die nicht sehen und die leiden sehr stark darunter. Wer das mal recherchieren möchte, tut das bitte im Internet. Die nächste Frage. Lars Schmidt sagt, muss ich Frauen hundertprozentig wie Männer behandeln, um nicht sexistisch zu sein, Frau Dornheim? Nein, also ich kann jeden Menschen individuell behandeln. Da kann ich auch ruhig irgendwie die Haarlänge oder sonst was mit einbeziehen. Ich muss nur überlegen, ob ich auch selber so behandelt werden wollen würde. Schöne Grüße von Kant. Waren Sie schon einmal Opfer von Sexismus? Opfer von Sexismus? Fällt mir jetzt nichts ein. Aber wenn eine Frau mir sagt, mir auf den Schwanz guckt, sehe ich das nicht als Sexismus an. Jetzt hier recht. Jiha. Frau Dornheim, in meiner Utopie gibt es keine Frauen und Männer, sondern nur Menschen. Ich habe Angst, dass eine Frauenquote zum Beispiel die Unterscheidung zementiert. Wie gehen Sie damit um? Hallo Clara. Nein, ich glaube, das zementiert es nicht, sondern es sorgt dafür, dass auch in diesen Gremien einfach die Geschlechter ausgewogener sind. Und dann ist es kein Thema mehr, welches Geschlecht ein Mensch hat, sondern es gibt irgendwie von allem ähnlich viel. So. Herr Pütz, wie fühlt sich das an, wenn man ein Leben als Opfer führen muss und dann andere Opfer zu Tätern umschult? Daraus wäre ich nicht schlau, was? Wenn man ein Leben als Opfer führen muss? Ach so, das ist dieses Opfer. Okay. Mhm. Ja, Schwachsinn, beantworte ich nicht. An beide, was halten Sie von Geschlechterrollen, zum Beispiel bei der Kontaktaufnahme in einer Disco oder bei der Erziehung? Finde ich prinzipiell überkommen. Wir müssen nicht Menschen in eine Schublade stecken. Es ist jetzt aber auch nicht verboten, sich irgendwie zu benehmen. Ganz kurz. Ach so, ja. Geschlechterrollen sind immer noch so, dass die Frau erwartet, dass der Mann sie anspricht. Wie gesagt, über 90%. Und deswegen müssen sie das Risiko eingehen, auch vielleicht mal was Falsches zu sagen. Jetzt haben wir noch ganz viele Antworten gehört und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, jetzt auch auf unseren Seiten eure Meinung zu bilden und an der Abstimmung teilzunehmen. Jetzt hat die Zuschauerin hier gerade im Publikum die Machtfrage gestellt. Was würde eigentlich passieren, fragen wir, wenn Frauen die Macht hätten, gäbe es dann wirklich keinen Sexismus mehr? Lange haben sie sich gewehrt. Ich habe in meinem Beruf noch nie unter einer Frau gearbeitet. Doch die Alpha-Männchen sterben aus. Haushalt machen die Männer. Meine Frau sagt, ich kann das viel besser. Kinder auch. Sogar Schwangerschaft übernehmen die Herren, machen Seepferdchen übrigens schon lange. DAX-Unternehmen in 20 Jahren. Der Planet der Frauen. Die Wirtschaft brummt. Der Grund? Frauen sind anders. Frauen sind direkter. Und die Männer viel glücklicher. Frauen an der Macht. Endlich Schluss mit Männerspielzeug. Die Jungs sind abgemeldet. Stehpinkeln gesetzlich verboten. Im Job nur Kaffee kochen und kopieren. Wer nicht spurt, bekommt was zu spüren. Ein Paradies, das Matriarchat, oder? Ein Paradies, das Matriarchat, oder, fragt der Kollege. Ich darf Sie mal fragen, wird alles besser, wenn Frauen die Welt regieren? Ich glaube, dass die Welt ein Stückchen besser wäre, wenn Frauen regieren überall. Allerdings bezweifle ich oder befürchte ich, dass Frauen, die 20 Jahren sozusagen in Machtpositionen gekommen sind, so sozialisiert wurden, dass sie vielleicht sogar härter geworden sind als Männer. Glauben Sie? Okay. Ja, weil sie
Zum Teil. Interessante These, reden wir gleich noch drüber. Darf ich Sie noch fragen? Was meinen Sie? Ich bin der Meinung, dass Macht, also dass die Macht die Menschen verändert und dass es egal ist, welches Geschlecht es ist, sondern dass die Macht eigentlich die hauptsächliche Rolle spielt. Ja. Ja. Vielen Dank für Ihre Meinung. Was glauben Sie? Thomas Schuster hinterlassen, Männer und Frauen nehmen sich da ehrlich gesagt beide nicht so richtig viel. Es kommt nur darauf an, wer in der Mehrheit ist. Eine Gruppe von Frauen auf Junggesellinnenabschied in der Disco zum Beispiel ist sexistischer als jeder einzelne Mann. Gebe ich direkt mal an Sie beide. Wer am Drücker sitzt, drückt der dann auch? Weiß ich nicht. Also ich halte leider auch Frauen nicht für die besseren Menschen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass uns ein striktes Matriarchat irgendwie mehr bringen würde. Ob jetzt Frauen beim Junggesellenabschied sexistischer sind als irgendjemand anders. Ich bin kein großer Fan von Junggesellenabschied, aber auch nicht von Junggesellenabschied. Deswegen. Frau Wiczorek, ist Sexismus am Ende vor allen Dingen eine Machtfrage? Definitiv. Das ist ganz fest mit einem Machtgefälle verknüpft. Und da wir eine männlich dominierte Gesellschaft haben, geht das gerade von den Männern runter zu den Frauen. Und sie werden in ihren Platz verwiesen durch Machtstrukturen. Also da möchte ich widersprechen. Wir leben nicht in einer männerdominierten Welt, sondern wir sind in einem Übergang zu einer von Frauen dominierten Welt. Und wenn Sie zum Beispiel das Buch von Hanna Rosin, das ist übrigens ein sehr gutes Buch, das kann ich nur empfehlen, lesen, dann lesen Sie auch, dass in den USA viele Studien gemacht worden sind, dass Gewalt eben zu gleichen Teilen verteilt wurde. Und im Gegenteil, die Gewalt, die Männer Frauen gegenüber ausüben, ist rückläufig seit den 90ern. Und die Gewalt, die Frauen ausüben, ist am Steigen. Also Frauen nehmen sich da nichts. Die sind nämlich ganz schön potent geworden. Ja. Und ich stimme dem Herrn hier hinter mir zu, vielleicht auch ein Stückchen hart. Und ich glaube, dass in dieser Geschlechterdebatte, die so kämpferisch ist, geht nämlich auch ein Stück Liebe und Zuneigung füreinander verloren. Und das halte ich für eine Gesellschaft für sehr schwierig. Frauen mussten härter werden, weil sie mussten? Ja, natürlich. War nicht als Frage, sondern... Ja, natürlich. Also, weil wenn man sich in einem männlich dominierten Umfeld bewegt und aber trotzdem sich behaupten möchte und nicht einfach nur als Datschetzkin irgendwie abgetan möchte, dann muss Frau entsprechend sich ein dickes Fell wachsen lassen. Aber ich möchte mir nicht als Frau, sage ich jetzt mal, Eier wachsen lassen, um als Mensch akzeptiert zu werden. Starkes aktivieren Bild. Sie doch Ihre männlichen Anteile einfach nur. Okay, ich möchte es gerne nochmal zu Frau Askodom geben, weil, wie ich ja schon gesagt habe, Sie ja in einer Frauenzeitschrift gearbeitet haben und sicherlich Ihre Erfahrungen dort gemacht haben unter ganz, ganz vielen Frauen. Wie ist denn das da so, wenn da nur Frauen miteinander arbeiten? Ist das ein geschlechtergerechter Ort dann? Es war ein gutes Arbeiten, weil es keine Spielchen gab. Also da waren Frauen, die haben ihren Job ordentlich gemacht, da war auch eine Chefredakteurin. Ich habe festgestellt, immer wenn ein Chefredakteur da war, jetzt gar nicht bei der Cosmo, sondern bei anderen, dann gab es diese Zickenkriege. Wirklich? Wenn ein Mann da war und immer gesagt hat, wer ist jetzt mein Liebling? Dann hat jeder versucht, ich bin der Liebling. Also das ist schon schwierig. Auf der anderen Seite, reine Frauenredaktion, da kommt ein Mann rein, ganz ehrlich, sie hatten es nicht einfach. Also es ist eine Machtfrage, ich darf das gerne unterstreichen. Es ist in der Tat eine Machtfrage. Und die Mehrheit regiert. Und da sind Frauen vielleicht nicht immer besser als die Männer. Sie beraten ja auch Frauen, die in Machtpositionen kommen, die in hohe Positionen kommen. Kann eine Frau in der Position dann noch eine Frau bleiben? Oder wie viel, wie Frau Ebling gerade sagte, wie viel männliche Anteile muss sie dann in sich wecken? Gott sei Dank haben wir alle auch männliche Anteile und Männer haben weibliche Anteile, das sollte man nicht vergessen. Und natürlich muss sie einen Teil ihrer männlichen Anteile daraus wachsen lassen, um sich durchsetzen zu können. Und ich lerne gern von Männern übrigens. Ich weiß, wie Männer Gehälter verhandeln und Honorare verhandeln, können Frauen eine Menge lernen. Aber das heißt nicht, dass wir wie Männer werden müssen. Aber ein paar Sachen abgucken können wir uns, dann können sich halt Männer von Frauen auch ein paar Sachen abgucken, oder? Bitte. Zum Beispiel ein bisschen Zurückhaltung, ein bisschen Demut, ein bisschen Selbstzweifel, so ein Hauch von Selbstzweifel. Kennt ihr diese Männer, die so rumlaufen? So ein Hauch von Selbstzweifel würde euch sehr sympathisch machen. Okay, gut. Vielen Dank. Das muss ich jetzt natürlich an Sie geben. So ein Hauch von Selbstzweifel, sagt Frau Askodom. Also wenn das so wäre, dann wäre ich arbeitslos. Wie gesagt, ich gebe ja jedes zweite Wochenende Workshops und die haben nicht nur einen Hauch von Selbstzweifel, sondern sehr starke Selbstzweifel. Und man muss über ganz lange Arbeit dann einfach wieder aufbauen, damit sie das Selbstbewusstsein empfinden. Es ist okay, dass ich ein Mann bin. Es ist auch okay, dass ich eine Frau attraktiv finde. Ich kann auf sie zugehen. Ich kann ihr das auch sagen. Ich kann auch, wenn ich sie küssen möchte, sie küssen. Und das ist erstmal die Arbeit, die geleistet werden muss. Sie haben in Ihren Kursen, sagen Sie auch, das erste Nein muss man nicht beachten.
Ist das... Sie hören die Reaktion im Publikum? Natürlich aus dem Kontext gerissen, genau. Ja. Das ist so, nein ist natürlich so eine Sache. Zum Beispiel, du nur weil Sie gerade sagten, man darf die Frau dann auch küssen. Und ich denke so, also irgendwo kann ich das gar nicht glauben. Nein, es geht darum, dass man, wenn man zum Beispiel die Frau küsst und sie dreht sich weg, dass das eine Momentaufnahme sein kann. Und wenn man dann weiterredet, dass es dann 5 Minuten oder 10 Minuten oder 20 Minuten später genau der richtige Moment ist. Also dass da nicht die Welt bei untergeht, weil die Männer denken immer, wenn sie ein Nein von einer Frau kommen, ist das absolut. So wie wir gerade über Macht gesprochen haben, über Macht und Sexismus. Und aber kommen Sie und sagen den Männern... In einer Dating-Situation treffen ja zwei aufeinander, die gleiche Machtposition haben. Also entsteht das ja nicht. Wir reden ja jetzt nicht von Chef zu Angestellten, sondern von zwei Menschen, die sich begegnen. Also haben die gleiche Machtposition. Sonja. ein paar Gedanken werden sich gemacht darüber, wo kommt das eigentlich alles her? Hier sagt jemand, das Problem liegt bei der Erziehung der Jungen. Schon im Kindergarten gab und gibt es unzählige Übergriffe auf Frauen und Mädchen. Andere Meinung dazu, Männer werden halt schon im Kindes- und Jugendalter auf diese Täterrolle konditioniert und systematisch benachteiligt. Stichwort Girls Day. Werden die Jungs da vergessen? Es gibt auch einen Boys Day seit ein paar Jahren. Ja. Zwei. Nein, Jungs werden nicht vergessen, aber ja, Erziehung, klar fängt's da an. Ich musste meinem Neffen auch irgendwann sagen, du, es ist nicht so lustig, wenn du mir einfach auf den Hintern haust. Habe ich mit ihm geredet, habe gesagt, warum, hat er kapiert. Der ist 4, also vielleicht ein Vorbild. Also, wäre das eigentlich Unterstellung, einfach eine dumme Unterstellung? Er akzeptiert ein Nein. Wäre es eigentlich hilfreich, wenn wir mehr Frauen in Führungspositionen hätten, um diesen Sexismus aufzubrechen und vielleicht auch sensibler für diese Themen zu machen? Was glauben Sie? Klar, also ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis am Arbeitsplatz wäre ein erster Schritt, um das zu reduzieren, auf jeden Fall, weil dann einfach der gegenseitige Respekt füreinander wächst und natürlich man für den Umgang miteinander sensibilisiert wird. Ja. Es wird auf keinen Fall alles dadurch besser, sagt hier jemand bei uns im Chat. Frauen können die gleichen Kompetenzen wie Männer haben. Frauenquote bringt dann auch nichts. Ich will nicht auf mein Geschlecht reduziert werden. Ich möchte Anerkennung für meine Leistung, die ich erbringe. Geschrieben, Frauen wollen genauso stark sein wie Männer, aber heulen dann über Sexismus rum und fordern ein Sonderrecht für sich. Ist dieses Sonderrecht, Quote, ist das ein akzeptables Mittel oder ist das Mimimi, um Sie zu zitieren? Also das ist ja sowieso so ein Thema, dass man diese positive Diskriminierung da immer so reinbringt in diese Geschlechterdebatte und dann im Grunde eine Frauenbevorzugung und Doppelstandards etabliert in der Gesellschaft. Darf ich Ihnen mal erklären, wie eine Quote funktioniert? Ja, bitte. Quote heißt, bei gleicher Leistung wird gegebenenfalls, wenn das Geschlechterverhältnis schief ist, die bevorzugt oder der Mensch bevorzugt, der Minderheit angehört, bei gleicher Leistung. Ich möchte die Frage einfach mal ins Publikum geben. Ich habe einen jungen Mann, der hat sicherlich eine Meinung dazu. Bei gleicher Leistung auch eine Frauenquote, um das mal aufzubrechen, um auch den Blick zu weiten für dieses Thema? Nee, denke ich nicht. Ich denke, wir brauchen keine Frauenquote. Wir sehen das gerade im Schulsystem, wo gerade sowas passiert. Man sagt, Schulleiterpositionen müssen bei gleicher Qualifikation normal an Frauen gegeben werden. Wir haben viel mehr Schulleiterinnen, ich spreche für Hessen jetzt, als Schulleiter. Dadurch haben wir eine viel weiblichere Ausbildung, wo das von Anfang an schon so festgelegt wird. Ja. Und ich denke, solche Quoten können auch ins Gegenteil wieder verkehrt werden. Wenn es eine gleiche Qualifikation gibt, muss man sich entscheiden. Dafür gibt es andere Parameter, da braucht man keine Quote für. Und jetzt gehen wir nochmal hier an den Tisch. Direkt hier. Ich muss so ein ganz bisschen ratlos gerade rein. Würde eine Quote helfen? Diesen Blick auf Sexismus aufzuändern? Also ich weiß nicht, was er jetzt gerade damit sagen wollte. Ja. Finden Sie eine Quote gut? Gesagt. Ja, eine eigentlich Frau-Quote? Schon. Ja? Wenn es darum geht, dass die Menschen die gleichen Qualifikationen haben, wäre das ein Mittel, um Frauen auch die gleichen Rechte zu geben. Weil es ansonsten nicht funktioniert. Also es wäre ja schön, wenn es anders funktionieren würde, aber wir sehen es ja jeden Tag, dass es nicht funktioniert. Frau Wiczorek, ist das Mittel gegen Sexismus, die Quote? Es ist ein Mittel, ja. Und ich finde, die ist aktuell einfach ein notwendiger, ich sag mal, Hack, um dieses System, was an sich halt einfach verkrustet und veraltet ist, aufzubrechen und zumindest da, sag ich mal, so ein bisschen Leben reinzupumpen. Es ist nicht auf Dauer die Lösung, aber es ist ein notwendiger Schritt, um das überhaupt erstmal in Gang zu bringen. Um das erstmal in den Gang zu bringen. Was ist? Und jetzt höre ich gerade, sind wir so weit, Sonja, dass ich. Geschlechtergerechtigkeit. Dass ich schon zu unserem Vote geben muss und zu unserer Abstimmung und zum Ergebnis desselben.
Und es war unfassbar spannend die ganze Zeit. Also während der Sendung konnte man immer gucken, dass sich so 50-50 sich das eingepegelt hat, wer hier mehr überzeugt als der andere. Und deswegen gucken wir jetzt mal, wie es ausgegangen ist. Am Ende der Sendung sagen ganz knapp 52% unserer Zuschauer, Frauen sind keine Macho-Opfer, Männer sind Opfer feministischer Hysterie und stehen vor der Herausforderung. Das ist natürlich nicht repräsentativ, sondern nur die Momentaufnahme, die jetzt gerade hier aus dieser Sendung entstanden ist, also nicht zu verallgemeinern. Es gab ein bisschen Beifall, es gab auch viel Buh und ich glaube, es liegt daran, ich habe einen Preis. Dass wir so viele männliche Zuschauer auf ZDF Info haben. Sag mal, Sie haben mir ein Pickup mitgebracht, aber nicht für mich, oder? Nee, es lag oben im Gästeraum. Ich dachte, es ist ein Trostpreis. Leider ist es jetzt ein beschämender erster Preis. Wir machen jetzt folgende Situation, damit wir hier einigermaßen nett auseinandergehen heute Abend. Eine kurze Frage. Warum sind Sie so nicht aggressiv, man merkt es. Eine kurze Frage noch zum Ende. Und es gibt nichts mehr zu gewinnen und zu verlieren. Das charmanteste Kompliment, das Sie an einer Bar gehört haben bis jetzt, Frau Ebling, war? Oh je. Also ich habe eigentlich kein Kompliment gehört, sondern eher etwas, wo ich ziemlich mies drauf war und mich ein Mann angesprochen hat und gesagt hat, warum bist du eigentlich so sauer? Was haben Sie charmantestes gehört an einer Bar von einer Frau? Du hast wunderschöne Augen. Aber es war auch eine Brasilianerin. Deutsche Frauen sagen das selten. Ich wollte sagen, das funktioniert noch. Liebe Frau Dornheim, was haben Sie am charmantesten gehört? Was fanden Sie am charmantesten, was man Ihnen gesagt hat an einer Bar? Ich stand hinter der Bar und es hieß, stimmt so, danke für den Service. Und Frau Gezocht. Um Gottes Willen. Ich weiß nicht, ich flirte nicht an der Bar. Okay. Und wir flirten auch nicht im Netz, sondern dort gibt es Reaktionen vielleicht noch auf unsere Sendung, Sonja? Ja, also es gab ein paar Argumente, die vorher gesagt haben, also die während der Sendung gesagt haben, dass die Diskussion auf der Pro-Frauen-Seite, wenn man so einteilen darf, etwas hysterisch war. Auf der anderen Seite konnte man ganz deutlich rauslesen, dass ganz, ganz viele Männer einfach überhaupt nicht mehr wissen, wo sie dran sind. Dass sie nicht mehr wissen, was sie eigentlich sagen dürfen, sollen, wollen und sich ganz, ganz klare Regeln wünschen. Und ein versöhnlicher Kommentar zum Abschluss. Ich finde, man sollte das einmal ganz pragmatisch sehen. Ohne Frau kein Mann, ohne Mann keine Frau, also ohne beide kein Leben. Und darum sollten wir endlich einen Weg finden, friedlich miteinander zu leben. Da haben wir eine Da bin ich ja sehr, sehr, sehr froh. Wenn ich jetzt höre, dass wir so viele verunsicherte Männer noch haben, dann kann ich sagen, zum Glück gibt es bei Login in den Chat nach der Sendung, wo Frau Wiczorek noch 20 Minuten ihrer kostbaren Zeit dafür aufwendet, alle Verunsicherungen hier aufzuräumen und den Männern noch ein bisschen Hinweise dafür zu geben, was sie vielleicht selber noch nicht verstanden haben. Man mag es ja nicht für möglich halten. Login gibt es in der nächsten Woche wieder zur selben Zeit. Aber nicht am selben Tag. Ah, es gibt es um 22.25 Uhr, aber dann wieder an einem Mittwoch. Korrekt. Aber ihr müsst auf keinen Fall bis nächsten Mittwoch warten, um mitzudiskutieren, denn uns gibt es eigentlich 24/7 unter login.zdf.de. Wir wünschen euch was aus Berlin. Macht's gut. Tschüss. So.